KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Lieber Erik, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, liebe Hörer. Hallo, liebe Hörerinnen. Noch mehr Hallo. Einen wunderschönen guten Hallo. Sonntagmorgen mit einer Tasse Kaffee bei mir zumindest. Und, ja, die schon, aber können noch eine zweite vertragen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht James? Das war der falsche Name. Ja. Vielleicht sollten wir uns jetzt, weil ja vielleicht einige neu zuhören, die jetzt ein bisschen was wissen wollen zum Thema Trickfilmfestival, die uns vielleicht jetzt neu entdecken als Podcast, vielleicht sollten wir uns noch kurz mal vorstellen. Was meint ihr eigentlich? Also. Hallo? Oh, ich bin die das Kate. War nicht vorbereitet, das steht nicht im Skript. Aber Kate ist nur mein Spitzname, eigentlich heiße ich Ann-Kathrin, ich bin 33 Jahre alt und wohne in Stuttgart. Oh, du hast das Alter genannt. Ich nenne mein Alter nicht. Hallo, ich bin Erik, Filmfreak, absolute Lieblingsfilme, Der weiße Hai, Blade Runner, Sharknado und täglich grüßt das Murmeltier. Und genau, wir machen hier den Podcast seit mittlerweile 2006 und quatschen hier über Filme. Und wir sind früher gerne in die Sneak Preview gegangen, das geht ja gerade nicht wegen Corona, aber wenn das wieder geht, dann sind wir voll am Start in den Innenstadtkinos Stuttgart. So, ich gebe zum Chris. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin ja der Chris und ich moderiere ja in den Innenstadtkinos die Sneak, wenn sie denn mal wieder stattfindet. Und ich bin hier für die gute Laune zuständig. Ja. Das merkt und man. Und ansonsten arbeite ich in einer Schule und schaue Filme und Serien und das macht mir viel Spaß. Außer manchmal, wenn wir Filme raussuchen. Mit Melissa McCarthy, leck mich am Socken, Mann. Lass uns mal über diesen Film reden. Unser Heim-Sneak-Preview, auf die wir jetzt gerade angewiesen sind. Für alle, die das Trickfilm-Festival abwarten, das kommt dann direkt danach. Da sprechen wir dann über die Filme, die wir gesehen haben. Versprochen. Aber jetzt erstmal unsere selbst ausgesuchte Sneak-Preview der Woche. War der Film Thunder Force. Es war nicht Thunder meine Force. Idee. Ich möchte sagen, Doch. Es war nicht meine Idee. Das sagt sie jetzt nur, wir wissen aber alle, dass es ihre Idee war. Ganz exklusiv. Sie kam nämlich, oh, können wir bitte Thunder Force gucken? Ich liebe Melissa McCarthy. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber wenn. Nein. Aber auf deine Verantwortung, okay, dann haben wir halt gemacht und nee, ich war's. Wurden mal wieder nicht danke, enttäuscht. Erik. Ich nehm die Kugel Thunder Force, weil das hat es bei mir etliche Male so reingespült gehabt. Und am Anfang muss ich sagen, waren die Bewertungen, die da so waren, relativ gut. Vielleicht haben da irgendwie Netflix irgendwelche Bots engagiert, dass die das erstmal ein bisschen hochpushen oder so. Man weiß es nicht. Ich will auch nichts hier, also das ist nur also meine Vermutung, das ist jetzt nicht bestätigt, ja. Also Thunder Force zeigt uns am Anfang die jüngeren Rollen von Melissa McCarthy und Olivia Spencer, die da heißen Emily und Lydia, wie sie an so einer Highschool sind und wie die sich so ein bisschen anfreunden auf dieser Highschool und so dieses ganz kurz was sagen, ja? Die Frau heißt Octavia Spencer, nicht Olivia. Octavia, natürlich. Oh. Guter Einwand, nicht, dass wir gleich durch solche Fauxpas glänzen hier. Erster Shitstorm, Incoming, Shitstorm. Werde die es nicht wissen, wir hocken den Sturgurt, gell, deswegen kennen wir auch so Schwätze. Die ganzen Octavia Spencer Ultras, die sich dann hier zusammenschließen. Jedenfalls sehen wir dann am Anfang an der Highschool, wie die sich so ein bisschen anfreunden. Und wir sehen, die sind eigentlich völlig unterschiedlich, aber die haben so ein bisschen gemeinsamen Nenner, weil die eine, also die spätere Melissa McCarthy-Rolle, die ist so völlig furchtlos und haut so die andere, die Emily, ein bisschen raus, dann aus verschiedenen Situationen und. Aber die verlieren sich dann irgendwie, weil die Emily, also die spätere Olivia Spencer, die mag nicht so gern auf Partys gehen und gerade so diese Abschlussfeier, da will sie nicht hingehen und dann verlieren sich so ein bisschen die Wege und wir sehen dann Melissa McCarthy dann in ihrer normalen Rolle, sag ich mal, also in ihrer Alter-Ego-Rolle,
Wie sie auf irgendeinem Containerplatz irgendwelche Container verlädt, irgendwie mit so einem riesigen Gabelstapler. Und also sie hat es offensichtlich nicht sehr weit gebracht, obwohl ich jetzt nicht diesen ehrhaften Beruf des Container-Verlade-Menschen da irgendwie in Misskredit ziehen will. Aber dadurch, dass sie höhere Pläne hatten und wir sehen ja auch die ehemalige Freundin von ihr, die hat es sehr, sehr weit gebracht. Die hat eine Firma, die sich mit Technologie und Wissenschaft und Forschung beschäftigt und ja, es gibt dann so eine Reunion, also so eine Art Klassentreffen, wo die sich beide mal wieder treffen wollen, aber die Octavia Spencer ist nicht da und Melissa McCarthy will dann mal sie besuchen, um sie dort rauszuholen. Und wir haben aber auch noch erfahren, jetzt kommt nämlich die eigentliche Geschichte mit Thunder Force. Es gab mal einen weltweiten Unfall mit so Strahlung, was dazu geführt hat, dass manche ja, Superkräfte entwickelt haben und die haben aber eher, die wurden von Bobby Cannavale zusammengescharrt, der sich selber The King nennt, zu einer Art Superschurken-Liga, die alles Mögliche unterjochen und versuchen da auch auf die Politik Einfluss zu nehmen. Und dann als Melissa McCarthy zu Olivia Spencer geht, erfährt sie, dass Octavia. Ich werde jetzt nur noch Emily sagen. Als sie zu Emily geht, dann stellt sie fest, okay, die forschen offensichtlich in der Richtung, dass sie auch normale Menschen Superkräfte geben wollen, um eben auch diesen Superschurken da irgendwie entgegenzutreten. Dann passiert ein Unfall, wie es halt immer so ist bei solchen Superhelden/Schurkenfilmen. Und Melissa McCarthy bekommt Superkräfte. Und wird dann auch trainiert, dass sie eine gute Superheldin wird und schließt sich dann auch... Sie wird super stark, vielleicht sollte man das dazu sagen. Ja, schließt sich dann auch mit O. Spencer zusammen, um gegen die Super-Schurken irgendwie anzutreten, um da irgendwie die Welt zu retten. Und ja, was am Anfang auf der Highschool fand ich das echt nice, die Serie. Mhm. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Dachte ich, oh, das wird wohl mal ein anderer Melissa McCarthy-Film sein. Und gerade solche Themen mit Superhelden/Schurkenfilmen, die kann man ja auch durchaus mal in diverse Sequels treiben und irgendwie Reboots machen und so weiter. Habe ich gedacht, okay, vielleicht hat sie da eine coole Rolle gefunden dann. Aber nein. Es ist dann letzten Endes doch wieder diverse Kotzszenen, Witze über stinkende Sachen, über Pupsen und ach, was weiß ich nicht, Rülpsen und komisches Essen und so das, ja, you get what you pay for when you have Melissa McCarthy, oder? Ja, muss ich leider auch sagen, ich fand den Film am Anfang auch nicht so schlecht, bis dann die ersten Szenen kamen mit dem ungewöhnlichen Essverhalten, nachdem Melissa McCarthy die Superdrogen da gekriegt hat. Das fand ich schon sehr ugh. Und dann ist meiner Meinung nach der Film komplett abgestürzt, als sie auf den Superschurken gespielt von Jason Bateman trifft. Das fand ich eigentlich noch witzig, stimmt. Diese Szene fand ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Die hat überhaupt gar nicht zu dem Rest von dem Film gepasst, egal ob vorher oder nachher. Ob die sich jetzt anfreunden oder verlieben oder hassen bis auf den Tod, das ist ja auch okay. Man kann ja so eine Side-Story aufmachen. Aber die Art und Weise fand ich einfach nur dämlich. Und dann ist meiner Meinung nach der Film komplett abgestürzt. Die besten Szenen hat meiner Meinung nach die Tochter, also das Mädchen, was die Tochter von Octavia Spencer spielt. Die war noch am normalsten von allen und auch am besten tatsächlich in dem ganzen Film. Octavia Spencer hat sich leider ein bisschen zu sehr anstecken lassen von Melissa McCarthy, war aber auch noch einigermaßen normal. Olivia. Aber Octavia. Emily. aber Melissa McCarthy wieder komplett daneben. Auch ganz am Ende kommt nochmal so eine Szene mit diesem Essverhalten. Ganz schrecklich. Widerlich. Also die Szene mit einfach diesen, ich will es jetzt mal nicht spoilern, weil das fand ich lustig. Ja, das fand ich lustig, wie es den genetisch verändert hat. Ja, sag ich grundsätzlich jetzt mal cool fand ich, dass Jason Bateman da mitgemacht hat. Also es gab ja ein paar Gesichter, die man kannte. Und Jason Bateman war jetzt auch wieder noch ein bekannteres Gesicht als jetzt von den anderen Side-Stories. Aber nee.
Nee, einfach nee. Auch den Plot-Twist fand ich dann so total vorhersehbar. Nein, der Film hat mir gar nicht gefallen. So die erste Viertelstunde, ja, aber dann ist er einfach abgestürzt. Ja, nein, nein, nein. Chris? Uff. sagen wir es mal so, ich weiß ja, dass irgendwie Melissa McCarthy mit irgendwie, glaub, was, wie heißt es, Bernd Falcone, hat er nicht auch mitgespielt? Der hat Regie geführt. Der hat Regie, ja, völlig überraschend. Sind die zusammen oder was? Die sind verheiratet. Okay, ja, wusste ich nicht, keine Ahnung. Ja, die sind verheiratet und ich glaube, deswegen kriegt sie auch ständig irgendwelche deswegen Rollen. Deswegen hat er auch Tammy und sowas alles gemacht, ja. Ja, also ja, ganz ist, genau. Ist ja schön, da wo die Liebe hinfällt, es freut mich immer wieder zu sehen. Das ist sehr schön, nur ich verstehe es langsam wirklich nicht mehr. Also es gibt jetzt, glaube ich, gute Melissa McCarthy-Filme, die kannst du an einem Finger abzählen. Und es ist wirklich traurig. Also es hat ganz interessant angefangen, ja, wo man denkt, okay, ja, schon so ein bisschen vorhersehbar das alles, aber insgesamt ist der Film einfach eine riesen Haufen Superheldenquark. Also es ist weder eine Persiflage auf irgendwie die Superheldenfilme, weil dafür nehmen sie sich dann teilweise wieder viel zu ernst. Es ist einfach komplett bescheuerter Humor. Ja, wie gesagt, es macht nicht so viel Spaß, wie ich gedacht habe. Und ja, er hat doch mitgespielt. Ich habe gerade mal gecheckt, Kenny. Er spielt den Kenny, der mit diesem, das war auch eine getasert wird. Lustige Szene, oder? Das war also das. Ja, aber das fand ich auch wieder so der komplett killed Banane. Kenny. Ja, sie haben Kenny getötet. Oh mein Gott. Ja. Ich verstehe es nicht, dass Octavia Olivia Spencer sich für den Film hergegeben hat als Oscar-Preisträgerin. Ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht hat sie irgendjemandem noch einen Gefallen geschuldet oder ich weiß es nicht. Corona. Auf jeden Fall. Ja. Corona. Auf jeden Fall war er eigentlich ganz gut besetzt. Also Melissa McCarthy mal ausgenommen. Ich kann sie irgendwie nicht mehr sehen. Ich weiß nicht. Octavia Spencer ist gut. Jason Bateman ist eigentlich eine coole Besetzung. Aber was für ein Quatsch mit dieser Krabbe. Und als es dann aufgelöst wurde, warum er die Krabbenarme hat, das war so klar. Bobby Cannavale eigentlich auch ein bekannter, der Pom Clementif eigentlich auch eine coole. Ah ja, stimmt, Pom Clementif. Kevin Dunn, der auch mitgespielt hat, den kennt man auch, wenn man ihn sieht, auf jeden Fall. So viel eigentlich schauspielerisches Potenzial, die auch schon deutlich nachgewiesen haben, dass sie was können. Und dann kommt so ein Quark bei rum. Also, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, die Story ist auf Bierdeckel erzählt, ist fürchterlich vorhersehbar. Es ist weder besonders kreativ, noch irgendwie witzig, noch irgendwie bauen die Figuren irgendwas auf, dass man sagen kann, okay, da empfinde ich oder da kann ich mich mit reinversetzen. Ich habe da jetzt diese Woche Filmchen gesehen, die kürzer als 10 Minuten waren. Die haben da mehr dazu gemacht. Die haben da mehr ausgelöst. Ja. Dazu kommen wir später. Deswegen, wenn ich eigentlich eine Action-Adventure-Comedy erwarte, dann möchte ich nicht einen völlig schiefgegangenen Superheldenfilm sehen, der eigentlich einfach nicht gut ist. Er ist einfach nicht gut. Zum Glück lief er nur im Stream und man hat jetzt nicht irgendwie Geld dafür bezahlt. Ja. Also außer deren monatliche Gebühr für Netflix. Ja, wobei ich ja sagen muss, ich habe eine E-Mail von Netflix bekommen, mit drin steht, ja, wir mussten leider den Tarif erhöhen. Wenn dann dabei so eine Scheiße rauskommt, hey, dann kündige ich Netflix. Also das ist mal safe. Nein. Ja. Ja, ist einfach so. Also von mir. Also Netflix seid gewarnt. Von mir bekommt der Film 3,5 von 10 Punkten. Thunder Force auf Netflix. Wie sieht's bei euch aus? Thunder Force, du musst es tiefer sagen. Thunder Force. Na, ich gebe ihm 3 Punkte. Ich gebe ihm stolze 2,5. Ich habe ihn auch nur deswegen relativ hoch bewertet. Also relativ.
weil ich dachte, der hätte durchaus auch in der normalen Sneak kommen können, weil da hatten wir schon ähnliche Filme mit Melissa McCarthy. Stimmt. Von daher war es so ein leichtes Gefühl von nach Hause kommen. Was schauen wir denn nächste Woche? Wie sieht denn da der Plan aus, Kate? Nächste Woche schauen wir wieder ein Monstermeisterwerk. Und zwar schauen wir auf Netflix Love and Monsters. Auf den habe ich irgendwie Bock. Irgendwie wird der, glaube ich, ganz gut. Okay, der Tipp für die folgende Woche dann? Die folgende Woche, der Tipp lautet Klänge auf dem Schrottplatz. Na, mal schauen, was das wohl sein kann. Okay, ich sehe schon, auf unserer weiteren Brainstorm-Planung für die nächsten Wochen sind noch weitere Highlights. Oh ja. Was, ich hoffe, die Kinos machen bald wieder auf, dass wir ein bisschen davon abweichen können. Ja. Und jetzt wenden wir uns doch mal dem Thema zu Internationales Trickfilmfestival in Stuttgart. Juhu. Auch genannt ITFS, beziehungsweise Internationales Trickfilmfestival, Festival of Animated Film Stuttgart. Lese ich hier und ich habe hier den riesen Katalog da. Und wir haben ja schon jetzt einige Filme mal vorab bekommen zum Sichten, damit wir da auch mal was sagen können, weil wir senden ja oder wir nehmen ja immer sonntags auf und das internationale Trickfilmfestival oder Festival of Animated Film startet ja am Dienstag, den 4. Mai und geht dann bis zum 9. Mai. Das heißt also, es würde genau passen, dass wir quasi erst nach dem Trickfilmfestival darüber berichten können. Deswegen haben wir vorab ausnahmsweise ein paar Sachen bekommen, wahrscheinlich auch die Jury sowieso, aber wir sind ja nicht nur Jury, zwinker, zwinker, vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. genau, ich würde sagen, wir gehen mal so einzeln durch die Filme, die wir gesehen haben und ich nehme mal den ersten gleich, der heißt Candela, ich glaube, das heißt, ist Spanisch für Kerze, oder? Wahrscheinlich von Kerze, ja, ich glaube. Oder? Ja, ist glaube ich auch ein spanischer Film. Man hätte ja im Vorfeld mal... Es ist ein spanischer Film, Regie Marc Riba und Ana Solanas, Spanien 2020, geht 11 Minuten 35, Drehbuch auch von den beiden, Marc Riba und Ana Solanas. Und das ist ein Stop-Motion-Film, der eine ältere Frau zeigt, die in so einer Vorstadt lebt, wahrscheinlich in Spanien irgendwo, und sehr, sehr alleingelassen ist und irgendwie versucht, mit ihrem Leben klarzukommen. Sie hat noch so ein paar, so ein paar Rituale, die sie macht. Sie fährt dann immer mit dem Bus irgendwo hin und kauft dann ein paar Sachen ein mit Tüten und kommt nach Hause. Und die einzigen Freunde, die sie hat, sind so ein paar Ratten oder Mäuse, die sie auch füttert, weil sonst hat sie irgendwie niemanden mehr. Alle haben sie vergessen, was auch in sehr, ja, sehr düsteren Bildern dargestellt ist. Und eines Tages verfällt dann auch sogar die Busstation vor ihrer Haustür, sodass auch der Bus dann nicht mehr kommen kann. Und ja, die Station wird abgebaut. Also die liegt doch so halb da, sah aus, als wäre weil sie nicht mehr angefahren wird. Okay. Ja, auf jeden Fall zeigt sich dann so, dass es jetzt so bald auch ihre letzten Tage sind, die sich da andeuten. Und ja, das war eigentlich der erste Film, den ich geschaut hatte, weil es war auch der erste auf der Liste und der hat mich gleich mal, es war so ein richtiger Downer, also ein Feel-Good-Film ist das nicht. Ich dachte schon, hoffentlich sind da ein paar, weil gerade jetzt, wenn man zu Hause sitzt, Corona, man kann nicht mehr raus ins Kino irgendwo hingehen, was erleben. Wäre es eigentlich schön, man schaut ein paar motivierende Sachen, aber das war definitiv das Gegenteil davon, aber ich fand es extrem gut gemacht, also richtig gut animiert und teilweise auch hat so einen What-the-fuck-Moment drin, wo ich dachte, boah, was passiert denn jetzt, den ich natürlich nicht spoilern will. Ja, das ist wahr. Also ich fand den Film auch krass. Und da ist sie weg. Dein Audio ist gerade weg. Dein Audio war gerade weg. Hallo? Wiederholbild nochmal. Ich fand den Film total krass. Ja. Weiter. Ja, weil der ist auch so erschreckend. Also der zeigt diese Verwahrlosung und Vereinsamung von alten Menschen, die halt einfach keine Familie mehr haben. Ganz krass. Also die einzige Person, mit der sie ja noch gesprochen hat oder mit der sie Kontakt hatte, war dieser Busfahrer. Und als dann die Station nicht mehr angefahren wurde, war auch diese Person weg. Und
es war richtig traurig. Also es gab noch traurig. Also ich fand in der Reihe von Filmen, die wir geguckt haben, war noch traurigere. Aber das war so, es war einfach nur so ein Kloß im Hals. Ich glaube, das will der Film ja auch bewirken und das hat er bei mir definitiv geschafft. Dass man über dieses Thema Einsamkeit im Alter nachdenkt. Und ich meine, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo man auch ältere Leute nicht mehr besuchen darf, aus Gründen, ne, wegen Ansteckungsgefahr oder sowas, weil dies natürlich viel schwerer betrifft. Ne. Das ist natürlich durchaus ein Thema. War ja auch in Spanien ein großes Thema. Die haben ja eine schlimme Corona-Welle mit sehr, sehr vielen Toten. Vielleicht hat das auch damit reingespielt. Bestimmt. Also nochmal, um das ganz kurz auch aufzulesen. Candela ist wirklich kommt aus dem Lateinischen für Kerze. Betonung übrigens auf der zweiten Silbe und ist die SI-Einheit der SI-Basisgröße Lichtstärke. Das weiß ich aus der Physik. Ja, ja, siehst du mal. Und es ist einfach unfassbar schön dargestellt, das Ganze. Also mich hat das wirklich mitgenommen, mich hat das wirklich berührt. Ich meine, ich habe da früher auch mal während meiner Zivildienstzeit war ich ja in der Alten- und Krankenpflege und hatte da auch solche Menschen. Deswegen für mich war es wirklich eine extrem rührselig erzählte Stop-Motion-Geschichte eben über die Einsamkeit im Alter. Boah, ging schon ein Stück weit unter die Haut, auch wenn hinten raus, wie es hinten raus war. Es macht wirklich, wie der Erik schon gesagt hat, es gibt so dieses innerliche so puh, Gefühl. Man weiß selber nicht, wie es bei einem selber werden wird. Man weiß, wie es bei anderen Menschen ist. Und ja, dazu sind wir Menschen aber wahrscheinlich dann auch wieder zu viele, zu groß egoistisch, weil dann gucke ich eher nach mir wie nach anderen. Deswegen, ja, unglaublich krasser kleiner Film, innerhalb von 10 oder 12 Minuten da eine Geschichte zu erzählen, die mich mehr berührt hat wie Thunder Force in jeder Sekunde. Definitiv, also, ja. Definitiv, ja, deswegen. Ganz cooler Film. Sehr schön, wirklich. Also den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das ist auch wieder sowas, wo ich dann sogar mir vorstellen könnte, den irgendwo mitten im Unterricht einzubauen. Um das auch dann mal Schülern zu zeigen. Wäre sicherlich nicht verkehrt. Obwohl, da kommen dann noch ein paar andere Filme, die ich da auch sehr gut finden würde. Aber komm mal. Also ich habe ja bei mir ein paar Punkte auch eingetragen hier, nur für mich eigentlich, aber ihr habt es auch alle gemacht. Wollen wir Punkte nennen? Also für mich hatte der auf jeden Fall 9 von 10 bei diesen Kurzfilmen. Also ich bewerte die jetzt in so einer speziellen Bubble. Also deswegen, also in diesem Bereich Kurzfilme, die wir jetzt gesehen haben. Wir wollen uns ja qualifizieren für die Jury. Ja, definitiv, also 9 von 10. Ich gebe ihm 8 von 10, einfach aus dem Grund, dass ich ihn bildlich sehr schockierend fand, wobei es da auch noch krassere Filme gibt. 8 von 10 ist gut. Ich bin bei 8,5 von 10. Genau zwischen euch also. Okay. Mag von euch jemand von den anderen Sachen? Okay, machst du weiter? Ich möchte gerne Sad Beauty vorstellen, den ich sehr spannend fand. Und zwar geht es darum, wir begleiten, also es ist ein Zeichentrick-Animation, hat mich ein bisschen so an klassisches Zeichnen erinnert. Es geht um eine Frau, die lebt in einer, was ist das, Masonettwohnung, keine Ahnung. Und man sieht relativ schnell, dass die Welt um sie herum ziemlich kaputt ist. Also es regnet die ganze Zeit wie so eine Art Staub. Man sieht im Hintergrund auch immer so Fabriken, die Dreck in die Luft blasen. Sie hat eine Pflanze auf dem Balkon, die gar nicht mehr so richtig leben kann, weil sie gar nicht keine Sonne kriegt und einfach von der Luft her gar keine Chance mehr hat zu leben. Und sie ist von der Natur ziemlich begeistert und geht jeden Tag in ein Naturkundemuseum und zeichnet dort Tiere. Am Anfang sind es immer Schmetterlinge, die wir sehen. Und da wird dann auch in dem Naturkundemuseum wird alles gezeigt, das so ausgestorben ist. Und auch in den Nachrichten kommt immer wieder, dass irgendwelche bestimmten Tierarten, die sonst vom Aussterben bedroht waren, jetzt tatsächlich auch als ausgestorben gelten. Was einfach aufzeigt, dass die Menschheit den Planeten zerstört. Und dann kommt eine kleine Wende, denn ein Virus taucht auf. Und dieses Virus verbreitet sich extrem schnell und endet teilweise oder ganz, das weiß ich nicht so genau, auch tödlich. Und
dieser, wie gesagt, dieser Film zeigt einfach auf, möchte natürlich das Ende nicht verraten, aber dieser Film zeigt einfach auf, das hat, glaube ich, auch der Chris in seiner Beschreibung ganz schön geschrieben, braucht die Erde die Menschen wirklich oder holt sich die Erde irgendwann ihre Erde zurück von den Menschen? Und das fand ich sehr toll. Also es hat mir richtig gut gefallen. Auch die Art von dem Film, wie er gemacht war, es war nicht so anstrengend für die Augen oder so. Es war schön und sauber gemalt oder gezeichnet oder animiert. Hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ging es euch? Mal ganz kurz einhaken, weil ich habe speziell zu diesem Film habe ich noch eine kleine, ja, so ein Making-of oder Doku oder sowas gesehen, das bei dem YouTube-Kanal von ITFS, also von dem Festival gepostet wurde. Da hat der Macher des Films ein bisschen was dazu erzählt, vielleicht um dem jetzt nochmal einen anderen Spin zu geben. Also er hat diesen Film gemacht vor Corona. Es handelt sich nicht um Corona oder er hat auch nicht Corona als diesen Virus genommen. Und er sagt auch selber, es ist ein Bakterium. Er wollte einfach, wie du es gerade eben sagtest. Ja, ein Bakterium, okay. Nee, das konntest du ja nicht wissen. Ich habe auch erst gedacht, oh, ja, da nimmt sich ja jemand gleich hier topaktuelle Themen vor. Und, aber kommt doch sogar, das sagen im Fernsehen die ganze Zeit, das Bakterium. Ja, aber. Bakterium. Ja, das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt, sorry. Genau, also da geht es darum. Und ja, ich fand es, weil das auch so in diesem Instagram-Stil, also es war quasi nicht das normale Bildformat, wie wir es so kennen, so 16:9 oder hier irgendwie Breitband oder sowas oder irgendwie 4:3, sondern es war halt wirklich 1:1 das Format, also wirklich dieses, wie man es aus Instagram kennt und auf diese Weise und gerade auch so komplett gezeichnet, das war halt auch mal was Besonderes, also richtig Zeichentrick-Animationen mal wieder zu sehen und fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, ich fand's dahingehend interessant, weil klar, gerade aktuelles Thema und was ich ja super, super interessant fand, war, die ganze Zeit haben sie irgendwelche Tierarten vorgelesen im Fernsehen, die jetzt ausgestorben sind. Da war dann der Koala-Bär dabei und was weiß ich was alles. Und dann natürlich auch der Hinweis, wann gehört der Mensch zur ausgestorbenen Art oder zur ausgestorbenen Spezies. Das war so auch diese Frage, die dieser Film einfach begleitet hat. Und wie schon die Kate ja gerade schon vorgenommen hat, die Frage einfach, braucht die Erde den Menschen? Und dann dieser Wechsel der Perspektive am Ende, das fand ich auch ganz ansprechend eigentlich. Also ist eher auch was hochphilosophisches und hoch so sozialkritisches ein Stück weit. Deswegen ja aber cool gemacht. Cool gemacht. Läuft auch. Also es gibt ja so verschiedene Gruppierungen von Filmen oder die haben ja die Filme in diverse Gruppen eingeteilt. Das läuft auch in diesem internationalen Wettbewerb mit Fokus Pandemie. Genau, der, den wir vorher hatten, lief auch im internationalen Wettbewerb. Ja. Genau, also von mir 8,5 von 10. Ich mochte das sehr, auch wie sich das dann visuell noch so ein bisschen ändert, wie sich das dann alles bewegt am Schluss und so. Mochte ich sehr. Ich bin da bei 7,5 von 10. Kate, du hast ich schon. Ich gebe 9 von 10. Okay. Nee, 9 von 10. Ich habe jetzt mal in unserer Tabelle rechts überall nochmal die Info rein, falls euch das hilft, ne? Also, wenn ihr die Tabelle offen habt, nur so als. Ja. Okay. Ah, okay. Ja. Die Infos zu den Filmen. Okay. Chris, magst du Words of Boredom oder? Words of Boredom, ja. Fand ich sehr, sehr schön, fand ich sehr witzig, weil Sprichwörter aus aller Welt treffen auf leicht stereotypische Ansätze. Eine super witzige Idee einfach. Also man sieht zu Beginn einen Menschen oder eine Person mit ganz riesengroßen Armen auf dem Boden sitzen und dann kracht von oben mehr oder weniger die Decke irgendwann runter und er versucht es noch aufzufangen. Und da kommen dann wirklich so ein paar. Ich überlege gerade, ob wir im Flughafen hocken, aber kommen so ein. Ich habe so Hintergrundgeräusche. Bei mir sind es Kaninchen, die irgendwas annagen. Ich glaube, bei anderen ist die Waschmaschine, ich weiß nicht. Nö, ist nichts. Okay. Komisch. Ja. Es kommen dann ganz arg verschiedene Sachen auch noch, wo man denkt so, okay. Und dann am Ende im Abspann werden die ganzen Sprichwörter auch aufgelöst und aus welchem Land die kommen. Fand ich sehr cool. Nur, was mich halt so ein bisschen wirklich gestört hat, ist dieses komplette Stereotype, mit dem hantiert wird, um halt auch teilweise wahrscheinlich die Figuren besser zu erkennen. Aber cool gezeichnet, cool gemacht, witzige Idee einfach.
Ja, okay, wenn Kate nicht reinspringt, mache ich. Ja, ich fand das vom Stil her ganz nett gemacht. Es war sehr, sehr, sehr künstlerisch und irgendwie dieser Stil ist mir auch durchaus in Erinnerung geblieben. Das wirkte wie manche Gemälde oder sowas so in dieser, ja, es hatte so eine ganz bestimmte Bildsprache, dieser Kurzfilm. Allerdings war mir das, ja, diese Sprichworte da umzusetzen, war mir ein bisschen zu billig irgendwie. Also es war, ja, ich weiß nicht, es gibt ja diese Karten hier bei uns zu kaufen, ne, wo dann die ganzen Sprichworte quasi auf Englisch übersetzt sind irgendwie, das hier Holy Boys Choir oder sowas oder keine Ahnung. Das war mir My bisschen, Lovely Mr. Singing Club. Ja, das mein war, lieber Herr Gesangsverein. Das war mir ein bisschen zu billig. Also ich meine gerade jetzt, das läuft im Bereich Pandemie, ja, Wörter für Langeweile, okay. Da einfach so die Sprichworte umzusetzen, das war mir, nee, das hat mich zu wenig mitgenommen. Also hätte man durchaus mehr machen können. Ja, ich weiß, was du meinst. Wobei, ich fand's, als ich so dann nach dem zweiten raus hatte, um was es eigentlich geht, fand ich es dann ganz lustig, während dem nächsten Cut zu überlegen, was welches Sprichwort könnte das sein oder was wollen die damit sagen, ja. Was ich auch ganz süß eigentlich fand, war die Umsetzung mit diesen geometrischen Formen. Es war kein Zeichentrick, es war keine richtige Animation, wie wir es später auch nochmal haben. Es war irgendwie relativ einfach gehalten durch geometrische Formen. Und das fand ich wiederum ganz hübsch. Aber, wie du schon sagst, es war zu einfach. Es war einfach zu einfach. Die geometrischen Formen war fast ein bisschen wie bei Gartic Phone, wo du dann irgendwie einen Kreis nimmst für ein Gesicht, weil du kein Gesicht malen willst. Ja, aber das fand ich aber ganz gut, weil das hat sich schön durchgesetzt. Das muss ich dann nochmal lobend erwähnen, ganz kurz. Also das fand ich dann doch sehr, sehr cool, also die geometrischen Figuren, weil das war wirklich, es waren die Kreise, es waren die Dreiecke, es waren Vierecke, es war daraus alles zusammengesetzt und das fand ich gut. Das war gut, das war da, schön. Da sagt der Mathelehrer, da kann man mal einen Daumen nach oben geben, ne? Da sagt der Mathelehrer, da kann man mal durchaus sagen, so, ja, wenn ihr wissen wolltet, warum man das braucht, dann ja. Genau. Ja, aber ansonsten, also Zeichenstil top, ja, aber insgesamt als Film, als hat er mich bewegt, nee, also deswegen von mir 5 von 10. Ja, bin ich auch relativ schwach, diesmal bei 6 von 10, weil es einfach krassere Umsetzungen gab. Das ist einer der schwächeren Filme, würde ich sagen. Fand ich jetzt nicht. Ich habe ihn bei 7 von 10 eben, weil ich ihn ganz cool fand. Hat mir auch gut gefallen. Okay. Was einfach eine witzige Idee ist. Wer kommt denn auf solche Ideen? Achso, kleiner Hinweis hier mittendrin. Wir haben 2 Codes bekommen für geneigte Hörerinnen und Hörer, die das Trickfilmfestival online miterleben wollen. Nur so, bleibt dran, also machen wir dann hinterher. Genau, kleinen Teaser. Und ich komme jetzt zu dem Film Anima, aus der Rubrik Creating Diversity. Das hat schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben, in die der Film ja zu gehen oder in die der Film gehen möchte, in dieser Kurzfilm. Und bei dem Film, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal hier schauen. Ich finde gerade meine eigene Seite nicht. Okay, bei dem Film geht es darum, dass ein Mann, der ist so, was ist das für ein Kontrabass oder sowas, so ein Lehrer ist für so Kontrabass-Spielen. Ich dachte, und Cello könnte aber Cello? Auch Kontrabass sein. Ja, ja. Kann auch sein. Eins von beiden. Ja, hat so ein, ja, so ein, wie so ein Geist wird das dargestellt, der immer mal wieder auftaucht und es deutet sich dann nach und nach an, dass das eigentlich sein inneres Ich ist, was immer mal zum Vorschein treten möchte und dieses innere Ich ist eigentlich weiblich, es ist eine wie so eine junge Tänzerin, die ja so ein kleines Ballettröckchen anhat und er ertappt sich dann halt auch, dass er zum Beispiel, wenn er früh aufwacht, dass er dann im Bett liegt und hat dieses Röckchen an, weil er wahrscheinlich die Nacht über dran gedacht hat, an sein inneres Ich, wie er eigentlich gern leben möchte. Und jeder Versuch, wo er mal ja sich da in die Richtung entwickeln möchte und sich da quasi mal in Anführungszeichen outen möchte, geht leider erstmal so ein bisschen schief, weil er so ein bisschen unbeholfen ist. Und eines Tages
Ja, kann man das schon vorwegnehmen? Ja, also er schminkt sich dann mal, was er aber ja selber jetzt so nicht bemerkt, wo er aus das Haus verlässt. Und erst dann andere bemerken das an ihm, dass er eben sich die Lippen geschminkt hat. Und dann nimmt das Ganze halt noch einen weiteren Drive. Das Ganze ist ein Film von Mabuhi Mohammadzaki aus dem Iran, was natürlich auch da, denke ich mal, gerade in so einer streng muslimischen Gesellschaft durchaus ein Thema ist, weshalb man das auch vielleicht ein bisschen höher anhängen muss, das Thema, dass jemand gerade aus dem Iran so einen Film macht. Ich glaube, der wird da im eigenen Land nicht viel Freunde finden mit so einem Film. Und deswegen, ich fand das gut gemacht und gut dargestellt. Allerdings, ja, es war mir zu wenig stark in seiner Aussage und hat sich zu sehr verloren in seinen künstlerischen Ambitionen, wie das eben dargestellt werden soll, dass das irgendwie so in einem drin ist und irgendwann rausbricht und so. Und ich habe halt schon relativ schnell erkannt, worum es da gehen soll in dem Film und habe gedacht, okay, wie bringt das denn jetzt irgendwie gescheit auf den Punkt, dass es einen bewegt, und hat es irgendwie nicht so ganz geschafft bei mir. Aber bei euch sah es anders aus, sehe ich hier. Kate interveniert schon. Ja, ich fand es durchaus, weil der Film geht ja noch ein bisschen weiter. Du hast jetzt noch nicht alles erzählt, was ja auch okay ist. Aber ich möchte gerne vorlesen, was ich mir zu dem Film notiert habe. Ich habe geschrieben: Man ist nicht man selbst, wenn man einen Teil von sich verleugnet. Und das ist das, was dieser Film für mich transportiert hat. Dass er einfach irgendwann nicht mehr er selbst war. Er hat irgendwie Sudden Verlust of Talent gehabt. Weil er einfach nicht zu sich gestanden ist und zu dem, was in ihm steckt oder was in ihm vorgeht. Und das hat mich, finde ich, doch schon bewegt. Also vielleicht habe ich die Message auch falsch verstanden oder ich habe sie richtig verstanden und interpretiere es aber nur ein bisschen falsch. Aber für mich kam das dabei rüber. Und das hat man nicht so oft, finde ich. Und gerade wenn du sagst, aus welcher Region er kommt und was vielleicht da noch mehr dahinter stecken könnte, was wir aber nicht wissen, finde ich es umso beeindruckender, dass dieser Film diese Message an mich weitergegeben hat. Ah, interessant. Ja. Finde ich gut, dass wir, also ich glaube, bei den anderen sind wir sehr ähnlich immer, aber hier, das ist so ein Film, ja. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Bin gespannt, wie es dann auch auf dem Festival diskutiert wird. Also, ich möchte vielleicht auch noch ganz kurz was dazu sagen. Sehr, sehr kurz und knapp, weil sonst wird es zu ausufernd. Mir war es natürlich ganz klar, ist es ein Teil von einem selbst, ist es ein dunkler Dämon, der in einem wohnt. Der ganze Film ist an sich ein Kunstwerk und in dem Kunstwerk ist noch ein Kunstwerk versteckt. Also das Kunstwerk im Kunstwerk sozusagen, Kunstwerkception. ja, ich denke, spricht auf jeden Fall eine Personengruppe auch wieder direkt an, für die das vielleicht sogar eine Hilfe sein kann, dass man da mehr aus sich herausgehen könnte oder sollte und auch den Mut schaffen sollte. Ja, und das ist okay. Ansonsten hat es jetzt mich nicht so mega abgeholt von der Art und alles. Das war für mich einer der... Oh, ein eskalierender Hund. Entschuldigung. Ah, liebe Hörer, das ist übrigens Robin. Er eskaliert sehr gerne auch mal im Hintergrund. Müssen wir den wieder mit verlinken. Bis jetzt hat er nur eine Folge auf dem Kinocast. Ja, und jetzt heute hier bei Trickfilm Festival Klammer dabei. Also, ich gebe ihm 6,5 von 10 Punkte, um das ganz kurz zu halten. Kate, du? Oder bellst bei dir auch gerade? Ich gebe ihm 7 von 10 Punkte. Okay. 7 von 10. Ich gebe 4 von 10. Ja, vielleicht muss ich ihn auch nochmal gucken. Ich habe mir gerade so gedacht, gerade in so einer Gesellschaft wie im Iran, da muss man viel mehr versuchen, künstlerisch muss man das viel künstlerischer darstellen, seine Aussage, damit es von der Obrigkeit her irgendwie durchgeht halbwegs oder so. Es war ja damals in der DDR genauso. Ach, vielleicht tue ich dem Film ein bisschen Unrecht, aber gut, okay. Ich habe es hier drin, es war mein erster Eindruck und da stehe ich dazu. Das ist ja auch gut. Du bist dran mit Monatschopsis, oder? Ja, kann ich gerne machen. Ach, hier haben wir doch auch eine andere Meinung, sehe ich gerade. Ah, okay. Ja, da haben wir auch eine sehr andere Meinung. In Monatschopsis geht es, ich versuche es zusammenzufassen, wie es in der Beschreibung auch steht. Eine junge Frau namens Debbie, was ich jetzt vorher auch noch nicht wusste, kämpft
damit mit dem Gefühl von Menschen, von anderen Menschen um sie herum, so abgeschotten und getrennt zu sein. Also sie fühlt sich dafür auch immer irgendwie überwältigt von zu vielen Menschen um sich herum und kriegt nicht so eine Connection zu denen, bis sie eines Tages auf eine junge Frau trifft, anscheinend heißt sie Sophie, mit der sie sich sehr verbunden fühlt und zwar vielleicht sogar schon zu sehr, denn diese Verbindung, die sie zu dieser anderen Frau hat, ist aus ihrer Sicht viel stärker als aus Sophies Sicht und sie erdrückt diese Freundschaft, die da entsteht, in gewisser Weise schon. Und das zeigt dieser Film einfach, dass wenn du was gefunden hast, das dir gefällt oder was du gerne hast, darfst du es nicht übertreiben, sonst verlierst du es vielleicht wieder und bist wieder abgeschottet. Ich glaube auch, dass es was mit Depression zu tun hat, dieser Film, und mit inneren Ängsten. Umsetzung, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend, weil es immer dieses flackernde Bild war mit diesen Überlagerungen. Es hat mich ein bisschen stellenweise daran erinnert, wenn man ganz alte Filmrollen abspielt, die zucken auch immer so und haben vielleicht noch irgendwelche Defekte auf dem Bild, Flecken und Kreise. Und am Anfang dachte ich, okay, vielleicht geht es vorbei, wenn es um die Vergangenheit geht, aber es zieht sich halt durch den ganzen Film, was es für mich ein bisschen anstrengend gemacht hat, den Film zu schauen. Aber die Message dahinter fand ich nicht schlecht. Aber es hat leider, wie gesagt, es ist für mich anstrengend, den Film zu schauen, überlagert. Deswegen habe ich ihn nicht ganz so gut bewertet. Erik, du fandest es ein bisschen anders, kann das sein? Tatsächlich, ja. Mich hat es auch am Anfang sehr, sehr angestrengt, dieser visuelle Stil. Und ich habe dann, oder ich vermute, ich weiß es nicht, ich vermute, das ist so entstanden, dass man da sind ja teilweise echte Aufnahmen von Landschaften oder von Städten oder sowas. Und dass man wirklich das auf normalem Film gedreht hat. Also das sah aus wie ein Super 16 oder ein Super 8 oder sowas. Und man hat jedes einzelne Bild mit Farbe nachkoloriert und hat diese Person auch mit so einer Art, Scherenschnitt oder mit so einer Art Sachen immer reingesetzt in die Bilder. Und deswegen sind dann teilweise auch so diese Bilder mit diesen Farben so verschwommen. Und das ist, also wenn das so gemacht worden ist, ja, sage ich jetzt, und das sieht an vielen Stellen so rough aus, dass es wirklich so aussieht, als wäre das so gemacht und nicht am Computer entstanden. Also wenn es so gemacht ist, finde ich es absolut überragend und weiß, wie wahnsinnig viel Arbeit da drin steckt und wie gut du dir das vorher überlegen musst, was du zeigen möchtest und wie du es zeigen möchtest, weil du hast da nur eine Chance, ne? Du kannst dann nicht das nochmal irgendwie machen oder so, ne? Weil wenn das negativ verschmiert ist, dann ist es verschmiert, ja. Und ich fand das wahnsinnig gut gemacht, hat mich total reingesaugt. Klar, es ist ein schweres Stückchen Film. Ich fand es aber auch wahnsinnig gut dargestellt, wie die junge Frau in dem Film. Am Anfang ist sie halt so introvertiert, in sich gekehrt. Sie nimmt die Umwelt gar nicht so richtig wahr, weil sie so sehr in ihrer eigenen Welt lebt. Und dann öffnet sich das, was sich dann auch durchaus in dem visuellen Stil darstellt, mit den Farben und dass die andere Person überhaupt erstmal sichtbar wird für sie. Und dann wiederum verschwindet diese andere Person aus ihrem aus ihrem Seefeld, was sie so sehen kann, ne, und ist wieder weg und so. Das fand ich richtig gut dargestellt. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also das ist top. Also wenn das so umgesetzt, wenn es nicht digital mit 3 Klicks gemacht worden ist, finde ich es richtig gut. Wenn es 3 Klicks waren, dann muss ich da nochmal abwerten, aber ja. Ist der Chris wieder da, dann Hund besänftigt? Ja, der Chris ist wieder da, ist da, hier, keine Angst. Für mich war es, als ob der Film ein permanenter Drogenrausch irgendwo war. Ich fand das auch sehr, sehr anstrengend. Das Gefühl, nicht dazu zu gehören, so als steter Begleiter, ja. Und dann hat man was man festhalten möchte und das erdrückt man dann halb weg. War visuell, was das dir zu gefallen hat, Erik, leider auch nicht so meins, weil es mich dann ja auch genervt hat. Ich habe mir echt gedacht, so super, warum haben sie da jetzt noch durch die Wasserfarbenkasten durchgehauen alles? Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Die Geschichte an sich, ja, auch wieder eine Message dabei und ja. Es läuft ja auch in der Rubrik Creating Diversity.
Können natürlich auch sein, dass sie quasi, dass das Kennenlernen der Frau in dem Film, dass das quasi so ihr Coming Out war und vorher war sie immer deprimiert, weil sie es nicht offenbaren konnte oder so. Ja, könnte ich auch so. Also ich fand das auch visuell sehr, sehr umgestellt. Deswegen gebe ich 8 von 10. Hier seid ihr auch anderer Meinung. Ich habe ihn bei 5 von 10. Ja, ich auch nur 5 von 10. So, jetzt ist, glaube ich, der Chris dran, ne? Mit Milk. Milk. Oh. Milk. Milk ist brutal abstrakt, weil man wird konfrontiert auch wieder mit geometrischen Formen am Anfang und die sich da zusammenbauen wie so eine Art Spritze und die werden dann, und die drehen sich im Kreis erstmal und dann sieht man, dass eben das in einem wohl weiblichen Körper hineingespritzt wird, ich sage mal vaginal, und daraufhin die Frau schwanger wird, daraufhin Babys kommen, die herausgenommen werden und die werden dann auch wieder gemästet oder eben auch wieder, nachdem sie ein bisschen aufgezogen wurden, befruchtet. Und das ist so ein ewiger Kreislauf und der ganze Film ist ich habe aufgeschrieben, schreiende Kritik an der Fleischindustrie. Und wenn ich nebendran stehe, sehe, was der Erik jetzt gerade noch reingeschrieben hat, mit veranschaulicht auf simple Weise die konventionelle Milchkühe genutzt werden, ja, dann weißt du Bescheid. Das war wirklich die Übertragung von der Milchkuhindustrie auf Menschen, wie was man mit Milchkühen machte, was wenn man da Menschen einfach nehmen würde. Ich fand das relativ interessant, das so darzustellen, so krass darzustellen dann auch. Aber ich glaube, mit der Meinung bin ich relativ alleine. Ja, ja, gut, so weit bist du ja von den Punkten her bei uns nicht entfernt, ne? Ja, aber ja. Ja, aber doch. Also die Art und Weise, wie es dargestellt wurde, mit dieser Hochtechnisierung und auch diese, ja, fast schon Charlie Chaplins moderne Zeiten, wo wirklich so Zahnräder ineinander laufen und da sich was bewegt und da irgendwelche Schläuche und sowas. Das aber hier alles als Animationsfilm. Das hatte schon irgendwas, aber ich fand es dann an einem bestimmten Punkt, fand ich es irgendwie oben drüber. Es hat mich abgestoßen, was wahrscheinlich der Film auch erreichen will. Ja. Vielleicht, also meine Wertung finde ich halt deswegen, weil der hat mich halt richtig abgestoßen, der Film, und das will der erreichen. Vielleicht ist deswegen meine Wertung sogar dem Film zuträglich, weil er genau das erreicht hat, ja, dass einen das abstößt, was man sieht. Ja, es wird halt wirklich. Aber ich frage mich halt, du hast jetzt diesen Film gesehen und wir sind absolut der gleichen Meinung, Erik. Ich finde das auch mega abstoßend. Ich habe nur aufgeschrieben, Alter. Ich bin fix und fertig. Aber ändert das jetzt was an deinem Kaufverhalten im Supermarkt? Ja, aktuell nicht, weil ich esse unter der Woche sowieso kein Fleisch mehr. Nur noch am Wochenende. Okay. Also von daher, ich gucke schon immer, dass ich sehe, dass es hier dieses Label, da gibt es so das Label, was natürlich, ich weiß, das ist auch alles, aber ich versuche es wenigstens und ich weiß, dass alles furchtbar ist. Wahrscheinlich wissen es viele, dass es alles ganz furchtbar ist, diese industrielle Tierhaltung und so weiter. Und kaum einer macht was dagegen. Vielleicht hilft dann so ein Film, dass man wirklich nochmal vom Kopf gestoßen wird und mal drüber nachdenkt. Ja. Also wir gehören ja auch dazu. Also wir essen tatsächlich relativ, also weiß nicht, ist das viel, keine Ahnung. Aber ich esse Wurst und esse Fleisch. Aber ich schaue halt, dass es nicht das Billigprodukt von nebenan ist, sondern ich unterstütze eventuell auch mal den Bauer und Metzger hier aus dem Ort oder kaufe auch qualitativ höherwertiges Fleisch, einfach weil es halt einfach auch bessere Haltung kommt oder auch bei den Eiern zum Beispiel achte ich extrem drauf. Deswegen, ich fand den Film dahingehend, hat er mich jetzt nicht beeinflusst, weil ich werde genauso weitermachen wie vorher. Ich werde darauf achten, dass wir nicht zu viel konsumieren und das, was wir konsumieren, entsprechend ist. entsprechend gute Qualität ist und aus guter Produktion, hört sich auch falsch an. Aber um auf den Film zurückzukommen, ich fand den fast zu krass. Also der geht ja bis zum letzten Schritt, ja, also ich weiß, was du meinst, hat mir überhaupt nicht gefallen, ich glaube,
mich hätte er wahrscheinlich tatsächlich mehr bewegt, wenn er ein bisschen subtiler gewesen wäre. Aber der ist ja voll in your face. Das ist vielleicht der Punkt, genau. Aber ja, vielleicht wollten die auch wirklich in your face, damit schockiert wird. Ja. Ich frage mich bloß, wer guckt sich das jetzt außerhalb von so einem Festival so einen Film an? Ich meine, auf YouTube klickst du sowas ja nicht oder bist dann schnell weg, wenn es dann wirklich zu krass wird. Genau, vor allem wenn du allein die erste Szene, ich habe Chris angeguckt und habe gedacht, echt jetzt? Ich will das nicht sehen. Weißt du, das ist einfach, ich finde es zu heftig. Ich finde es einfach zu heftig. Also von mir 3 von 10. Jeder klickt es weg. Ach so, egal. Ja, sorry, das wird weggeklickt. Wenn das irgendwo kommt und es jemand anguckt und auch sich jetzt nicht aktiv mit diesem Thema beschäftigen möchte, aus welchen Gründen auch immer, er klickt es weg. Und dann wird es nicht gesehen, weil es einfach zu sehr in your face ist, meiner Meinung nach. Deswegen gebe ich auch nur 3 von 10 Punkten. Genau, ich auch. Ich gebe auch 3 von 10 Punkten. 4,5 von 10. 4,5, Mensch. 4,5 von 10. Okay, dann kommen wir jetzt mal, ich glaube, zu den Highlights. Die habe ich jetzt allerdings nicht bewusst so sortiert, sondern die kamen halt so in der Reihenfolge. Und der erste Film heißt Migrants, also Migranten. Und beginnt damit, dass wir eine Eisbärmama und einen kleinen Eisbär sehen, die ja in der Antarktis, nehme ich mal an, irgendwo leben. Und das ist alles so von der knuffigen Art her, vielleicht kennen die Leute, die geschätzten Hörerinnen und Hörer, vielleicht kennen die Yoshi's Woolly World auf Nintendo oder so. Das ist alles mit so einer gehäkelte Art und Weise sind die beiden Hauptprotagonisten und so ganz niedlich knuffig sehen die aus. Und der kleine Eisbär, der geht jetzt mal weg von seiner Mama und dann bricht die Eisscholle ab. Und ich dachte mir, okay, das wird jetzt irgendwie so ein bisschen klimamäßig, kennt man ja das, wo der Eisbär allein auf der Scholle ist und so, weil die Mama, die springt dann noch hinterher und die beiden treiben dann auf dieser Eisscholle und kommen gerade noch so rechtzeitig an Land und die Eisbärmutter kümmert sich rührend um ihr Junges und kommen dann an Land, das sehr, sehr grün aussieht mit Bäumen und alles, also bei Weitem nicht wie Antarktis und sie versuchen dann erstmal irgendwo Unterschlupf zu finden und irgendwann treffen sie dann auch auf die Personen, das sind hier so braune Bären, die diese Gegend dort bewohnen und die sind nicht so erfreut, dass da jetzt welche kommen, obwohl da eigentlich genug ist, ja, da sind genügend Bären zum Essen, die geben aber nichts ab von dem, was sie haben und schließen sich dann auch zusammen, um die beiden Eisbären zu vertreiben und so und also das, ich will mal nicht zu viel verraten jetzt, aber das hat mich echt bewegt. Also es war wahnsinnig gut umgesetzt. Die beiden Figuren, die Hauptfiguren, die hat man einfach so lieb, weil die auch so niedlich aussehen und dann, wo die in diese Situation reinkommen, erkennt man natürlich relativ schnell, was da eigentlich gemeint ist und findet es eigentlich umso furchtbarer, das auf diese Art und Weise dargestellt zu bekommen. Bis hin zu dem Ende, was man was als sehr bekanntes Pressebild durch die Welt ging. Absolut Wahnsinn. Also das war definitiv mein Highlight von den Filmen, die ich jetzt sehen durfte. Kate? Ja, also ich erzähle noch nicht zu meinen Highlights, aber es ist definitiv einer der Top 3 Filme für mich. Ich wollte am liebsten diesen kleinen Eisbären nehmen und den Arm nehmen und sagen, dann bleibt hier bei mir, ich passe auf euch auf. Und dass dieser Effekt innerhalb der ersten paar Sekunden des Films da ist, macht für mich den Film so toll. Was er auf brutale Weise darstellt, ist natürlich nicht toll. Es ist hart, es ist extrem traurig und es ist extrem real und wahr. Und das ist das Schlimme, dass es halt einfach wahr ist. Und diese kleinen Eisbären stehen ja nicht als Eisbär. Ja, sie stehen ja für was ganz anderes. Und es wurde einfach verniedlicht und einfach auf die Tierwelt bezogen. Und das, ich liebe Eisbären. Mein Lieblingskuscheltier, was ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren besitze, ist ein kleiner Eisbär. Und ich krieg schon Pippi in die Augen, wenn ich nur über diesen Film nachdenke. Der kleine Eisbär, den du da hast?
Nee, es ist nicht Nein. der kleine Eisbär. Er heißt zwar Lars, ich habe ihn Lars genannt, aber es ist nicht der kleine Eisbär. Also der Film hat mich echt berührt. Ja, definitiv. Ja. Also bei mir auch. Also Wahnsinn, ey. Kann ich echt nur mitgehen. Zeigt wirklich anhand von zwei Eisbären oder von ganz vielen Bärchen und Eisbärchen, die aussahen wie von als wie Sackboy, wenn es jemand kennt, aus Little Big Planet da, also so dieser Art. Ja. Und zeigt einfach unfassbar in dieser kurzen Zeit auch mal wieder unfassbar, wie viele Probleme es eigentlich auf der Welt gibt, in der Menschheit, für die Menschheit auch gibt. Da ist so viel mehr in ein paar Minuten reingepackt und dargestellt, wie manche Doku, manche andere Film 2 Stunden dafür braucht. Sehr viel Liebe fürs Detail. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel gelacht auch. Also wo man das jetzt nicht glaubt bei diesem Film. Aber wenn dann die Braunbären kommen, wenn man auch im Hintergrund sieht, der eine Bär, der sich am Baum reibt und was weiß ich was. Also sehr viel Liebe fürs Detail, sehr viel Sachen dann einfach drin. Also so viel Themen einfach auch aufgegriffen und dann ein Ende, das Ende, wo bei mir wirklich dieser wieder Kloß im Hals Moment war. Richtig starke Nummer. Ganz, ganz starke Nummer. Mhm. Das ist so ein Film, wo ich sage, den kann man durchaus auch mal in der Schule zeigen, finde ich. Ja, definitiv. Ja. Weil da ist eigentlich alles gesagt, ohne Worte. Ja, und wie das sich so darstellt. Und genau, ist, glaube ich, ein französischer Film, oder? Von Girigard, ja. Geht nur 8 Minuten 17. Ja, die Namen klingen auch alle, doch, aus Frankreich, ja. Aus Frankreich. Er geht nur 8 Minuten 17, aber er geht so tief. Ja, der über den wird man noch eine Weile nachdenken, das glaube ich auch. Ja. Mhm. Ja. Ach so, also Punkte, für mich 10 von 10. 9 von 10. 9,5 von 10. Also für ich mich wollte mir noch ein bisschen offen lassen. War das das Highlight? Ich weiß nicht, wie die Trophäe vom ITFS aussieht. Also der hätte für mich den Kurzfilm-Oscar hier verdient. Das Auf war, jeden Fall. Ja. Kate, Obervogelgesang. Obervogelgesang hat mir sehr gut gefallen. In Obervogelgesang sehen wir eine Jugendliche, die in einer S-Bahn sitzt und fährt und wird dann, also sie ist, war irgendwie wandern und fährt wieder zurück in der S-Bahn und wird von Touristen angesprochen, ob das da im Hintergrund, was sie da aus dem Fenster sehen, eine bestimmte Brücke ist. Und sie ist schon ganz genervt und sagt, ja, die typischen Touris wieder. Und wird direkt in so eine Schublade gesetzt. Denn was sie nicht gemerkt hat, ist, dass sie unter einem frischen Graffito steckt, Deutschland den Deutschen. Und sie ist weder rassistisch noch Nazi noch irgendwas anderes, aber sie wird halt ständig in diese Schublade gesteckt, weil sie wohl in einer Region lebt, in der das sehr verbreitet ist, dieses Denken. Und sie ist davon schwer genervt und will eigentlich nur wieder zurück in die Natur und weg von den Städtern und von diesen Gedanken. Und in dem Moment, wo sie dann sagt, okay, ich werde was, will was dagegen tun, kann sie es nicht tun. Und das fand ich eigentlich echt richtig gut, weil es gibt Botschaft, dass wir uns auflehnen müssen dagegen. Gegen sämtliche Gewalt in dieser Richtung oder generell gegen sämtliche Gewalt, egal ob es gegen Nazis, gegen Rassisten ist. Ich fand die Botschaft hinter diesem Film stark und auch stark umgesetzt. Mit einem leichten Kichern hinterher noch, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Auch die Machart war ganz gut. Es war wieder so ein klassisches Zeichentrick-Animation. Schwarz-Weiß alles, wie sich das richtig nennt. Mhm. Ja, alles in Schwarz-Weiß. Nur bis so auf dieses Graffito. Mhm, genau. Genau, bis auf das Graffito. Und ihre Auflehnung dagegen. Es hatte dann auch Farbe. Schön, hat mir gut gefallen. Und dieses Transportieren von in Schubladen denken. Ja. Ja. Gemacht übrigens. Nee, von, ganz cool. Oh ja. also ganz, ganz, ganz cool einfach. Weil das einer der Filme war, wo wirklich auch mal viel, viel Text dabei war. Wo auch sehr viel erklärt wird, also nicht nur mit Bildern was gemacht wird, sondern auch was erklärt wird. Und ich fand das
unfassbar stark, wo die Protagonistin dann durch den Zug läuft und anfängt mit 1-2 Nazi. 1-2 Nazi. Ja. 1-2 Nazi. Weil ja 30% AfD-Wähler und sowas. Also richtig, richtig, richtig coole Sache an sich. Und auch wieder so ein Film, den ich, weil ich ja auch Gemeinschaftskunde unterrichte, unbedingt mit in die Schule nehmen würde, um einfach zu sagen, hey, passt auf, so und so sieht's in Teilen von Deutschland aus. Ich muss ja als Lehrer politisch neutral sein, als Privatperson zum Glück nicht. und ich würde das auf jeden Fall auch, wenn ich da eine Freigabe hätte und wenn ich mal wieder vernünftig unterrichten könnte, würde ich das mitnehmen für Klasse 8, 9 in den Unterricht und das dort auf jeden Fall mal mit den Kids auch besprechen, was die dazu sagen und da ein bisschen mitarbeiten lassen. Also für mich ein richtig, richtig cooler Streifen, richtig schön gemacht, auch mit dieser eben Portion Witz mit. Und das war der Moment, wo ich radikalisiert wurde. Oder auch nicht. Das fand ich einfach gut. Weil manchmal, wenn du zu lang wartest und dann, Achtung, Achtung, manchmal, wenn du zu lang wartest, ist der Zug einfach abgefahren. Ja. Boah. Dann würde ich vorschlagen, du lädst gleich mal Ferdinand Erhard und Elisabeth Weinberger mal ein. Die studieren nämlich an der Filmakademie Baden-Württemberg. Nee, Entschuldigung, die eine ist schon fertig. Die sind schon fertig. Die sind, ja, genau. Aber die sind ja hier noch im Umfeld tätig. Und Ferdinand Erhard kommt aus Dresden, hat das natürlich wahrscheinlich auch sehr stark miterlebt, weil er ist 1999 in Dresden geboren, also noch sehr, sehr jung. Und gerade Dresden, ich kenne, also eigentlich die ich kenne aus Dresden, das sind alles coole Leute, die sich nicht mit diesen gemein machen, mit diesen Rassisten da und Nazis, sondern das sind eigentlich alles coole Leute, also Grüße gehen raus und ja, haltet die Stellung, genau, versucht da das zu machen, was ihr macht, ja, lebt die Diversität und genau, also was anderes kann man es nicht. Ich bin ja auch teilweise geflüchtet, auch wegen solchen Zuständen bin hier ins Ländle gekommen, ne? Weil das war echt teilweise unerträglich, was da so war. Und ich kann das zum Beispiel auch gar nicht nachvollziehen. Entschuldigung, Erik. Ich kann das einfach gar nicht nachvollziehen, diesen Rassismus. Ja, ist diese Menschen, also egal, diese Menschen hört sich jetzt falsch an, aber egal ob schwarz, weiß, kariert oder blau, ist so wurscht. Die sind alle, es gibt alle tolle Menschen. Meine Arbeitskollegin ist schwarz. Und die ist unfassbar toller Mensch. Die ist so lieb. Das ist, ich verstehe nicht, wie jemand gegen sowas dagegen sein soll. Warum denn? Ich kann zumindest mal die Mechanismen verstehen, die da greifen. Also was ich so aus eigenem Erleben mitgesehen habe damals in Thüringen, war es halt wirklich so, dass das so ein bisschen so langsam aber sicher eingesickert ist. Und es gibt ja auch viele, die jetzt, sag ich mal, Tätigkeiten haben, wo sie gerade so über die Runden kommen, ja, und irgendwie jeder Monat ist der Kampf darum, dass sie irgendwie ihre Miete bezahlen können und alles. Die haben zwar Arbeit oder mehrere Arbeit und kommen kaum über die Runden. Und wenn dann natürlich irgend so eine, ja, Kräfte von außen kommen, die denen erzählen, ja, guck mal, da wird's reingeschoben überall. Ich habe selber auf Facebook immer noch welche, die immer mal sowas posten dann, wo ich denke, ey Leute, ey, da kam jetzt gerade wieder was so nach dem Motto, ja, die Bundesregierung hilft Indien mit 1 Milliarde irgendwie und was passiert hier mit unseren Erziehern oder sowas, weißt du, oder was passiert mit unseren, also nur so eine ganz plakative Stammtischpolemik, die da abgezogen wird, die dann aber halt verfängt, ne, wenn du gerade irgendwie so selber irgendwie an deiner Existenz irgendwie hast zu tun und so, ja, irgendwann sickert das halt ein, ja, wenn das so nach und nach kommt. Das greifen auch die Mechanismen von Social Media und das sind vielfach ja auch keine dummen Leute, die dem verfallen, ja, das darf man ja auch nicht da so abtun, sondern sind teilweise auch sehr intelligente Leute, aber irgendwie verfängt das dann halt nach und nach und ich meine, 33%, das ist wirklich viel, was da jetzt passiert ist. Also da muss ich jetzt ganz kurz einspringen. Und zwar, also wenn ich im Jahr 2021 immer noch nicht kapiert habe, dass alle Menschen gleich sein sollten, dann bin ich ein dummer Mensch. Ja. Das sehen wir so, ja. Schreibe ich. Das sehen wir auf jeden Fall so, ja. Ja, aber das ist, wie du sagst, das sickert so ein durch die Hilfsorganisationen oder was weiß ich, die jetzt gerade wegen Corona mit den ganzen staatlichen Hilfen und so, gibt Menschen, die sind der Meinung, dass sie es woanders besser hätten.
Ja, aber wenn sie woanders hingehen, dann sind sie doch auch Ausländer, in Anführungsstrichen. Was wäre denn, wenn alle, die irgendwie ausgewandert sind, genauso behandelt werden, wie Menschen, die vor Krieg geflohen sind, zu uns kommen? Wenn wir alle so behandeln würden, die irgendwo anders hingehen, das wäre schrecklich. Außerdem sind wir doch alle auch Ausländer. Ja? Wir kommen doch, sind doch auch nicht in Deutschland aus dem Boden gekrabbelt und gesagt, yes, ich bin Deutscher. Ja? Irgendwo kommen wir alle irgendwo anders her. Und das ist, ich finde das so falsch, das ist so falsch. Und ich danke diesem Film, dass es wieder aufgreift und uns zu dieser Diskussion gerade anregt. Wobei wir echt weit wegkommen gerade vom Blick für War ein bewegender Film, fand ich. Und das auch gerade aus so einem Umfeld und das auch in der sächsischen Schweiz, wo ja wirklich da sehr viel. Aber wir brauchen uns, wir können uns auch an der eigenen Nase fassen, hier bei uns im Ländle. Ich meine, die Wahlergebnisse, die waren auch nicht gut und ich meine, ich habe selbst bei mir auf Arbeit, wo wirklich hochgeschätzte Leute arbeiten, selbst da gibt es natürlich auch einen gewissen Prozentsatz von denen, die das gewählt haben, die sich dann teilweise auch mal in persönlichen Gesprächen in die Richtung irgendwie offenbaren oder sowas. Da war auch einer, der hat vor ein paar Jahren war das, hatte ich mit dem Gespräch oder Streitgespräch, kann man fast sagen, weil da ging es um das Thema hier, als damals diese erste Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen ist und er dann so wirklich so absolut üble Sachen da erzählt hatte und den habe ich jetzt vor ein paar Jahren, habe ich den nochmal getroffen und also ein paar Jahre später habe ich gesagt, und hat es für dich persönlich jetzt irgendwelche Nachteile gebracht, dass jetzt die Flüchtlinge, dass wir denen geholfen haben, ja? Hast du jetzt weniger Geld als damals, ja? Hast du jetzt keine Wohnung mehr, keinen Job mehr oder was ist los, ja? Oder haben deine Kinder, können die nicht mehr zur Schule gehen oder was? Ja, da war er erstmal ruhig, ne? Aber das hilft halt nichts in dem Moment. Hat er dich nicht verprügelt, ne? Nee, also, gut, nee, kein Faustrecht bei uns. Aber das ist halt in dem Moment, verfängt das halt bei denen, selbst bei intelligenten Leuten. Also ich halte bei uns in der Firma alle für extrem intelligent, aber selbst da verfängt es bei manchen und ich sehe das häufig auch bei welchen, die, sag mal, nicht mit dem Internet so hundertprozentig groß geworden sind, die jetzt in irgendwelche Kreise reingeraten, sei es irgendwelche Telegram-Gruppen, Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, irgendwas, wo dann irgendwo sowas als News verbreitet wird, wo das relativ schnell verfängt leider. Aber gut, wir kommen hier ein bisschen zu weit rein. Also, ja, sorry. Aber zeigt, dass es ein guter Film war, wenn wir schon hier diskutieren. Also von mir 9,5 von 10, also was auch sehr nah dran ist an meinem Top-Kandidaten hier. Ich gebe ihm 10 von 10. Ja, 9 von 10. Top. Okay. Top, Chris, top. Du darfst den letzten. Ich darf den letzten nicht, weil ich der Einzige in der Runde bin, der in Stuttgart geboren wurde. Geboren in Bad Cannstatt. Bitte, ich bin auch in Stuttgart geboren. Okay, der ist eigentlich schon immer seinen Wohnsitz in Stuttgart gemeldet hatte. Bam, jetzt habe ich gewonnen. Ich war schon VfB-Fan, wo ich noch in Thüringen war. Jetzt kommst du, ey. Der Chris war schon VfB-Fan, da war er noch nicht mal auf der Welt. Benztown ist ein Stück Film von Gottfried Mentor. Und ach du meine Nase, ich habe den Film in der ersten Einstellung und der Film hatte mich. Die erste Einstellung schön, Stuttgart, man sieht das Neckarstadion, richtig herrlich. Und also unfassbar cool gemacht, richtig geil die Gesellschaftskritik, richtig geile Sachen gegen die Verkehrslage in Stuttgart einfach. Häuser, die zum Leben erwachen und irgendwas mit den Autos machen oder ein Tunnel, der zum Leben erwacht. Oh mein Gott, war das cool. Vor allem, weil die Plätze, man kennt die Plätze. Sie haben jetzt nicht irgendwelche Ich sogar. irgendwelche Ecken aus Stuttgart genommen, wo kein Sau kennt, sondern tatsächlich einfach auch viel befahrene Problemzonen auch. Und wow, der Film hat mir Spaß gemacht. Unfassbar Spaß gemacht. Vor allem dann die Strecke auch mal wieder zu sehen, die wir jeden Montag eigentlich in die Innenstadtkinos fahren. Ist auch, also die Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart ist auch dabei. Natürlich ist es das Problem, dass da hier ganz arg viel Sachen sind, weil, naja, Stuttgarter Junge und Film über Stuttgart, der auch noch extrem cool ist, natürlich ist es ein absoluter Favorite dann. Was soll man machen? Aber so cool umgesetzt, wie diese Häuser zum Leben erwachen, was da passiert, wie und was. Oh, also
Ich habe da gar nicht genug davon eigentlich bekommen. Ich hätte das echt, glaube ich, noch 10, 15 Minuten weiter gucken können, ohne dass es mir langweilig geworden wäre, weil ich es einfach so hart gefeiert habe. Richtig, richtig cool. Also der Gottfried Mentor, den hatten wir ja schon mal hier im Kinocast im Interview gehabt. Ich werde es mal mit verlinken. Das war damals zu dem Film The Griffalo, der damals für einen Oscar nominiert war. Und mir kam das wie gestern vor, als ich jetzt den Gottfried nochmal angeschrieben habe, aber in Wirklichkeit ist es schon 9 Jahre her oder so. oder 10 Jahre sogar mittlerweile, wo er damals für einen Oscar nominiert war. Da war er noch in Ludwigsburg an der Filmakademie. Und er hat ja hier die Produktionsfirma, also das Studio FLM Bilder, die Filmbilder und hier Mark 13. Und ich fand das eher so eine Tech-Demo mit einer gewissen Aussage, ne? Und die Tech-Demo, die war schon wahnsinnig gut. Also am Anfang waren so ganz normale Bilder, so leicht verwackelt, wie so diese typischen, ich mache die Kamera auf und film einfach rough, also inklusive, ja. wenn man da auf Play, auf Record drückt, und hat die in der Hand, dann wackelt man am Anfang ja immer noch mal, weil man ja gedrückt hat. Normalerweise schneidet man das weg. Er hat es drin gelassen, was dem Ganzen so einen roughen Stil gibt. Und dann passieren mit einmal Dinge so, what? Ich glaube, die erste Szene war mit dem Tunnel. Und wir sollten vielleicht Nein. Ja? Die erste Szene war der Stau. Ah ja, genau. Der Stau, ja. Und jedenfalls, also Benstown, dieser Film von Gottfried Mentor, feiert auf der ITFS hier in Stuttgart Premiere. Wir durften ihn aber ja schon vorab sehen, also was schon richtig gut war. Also auf jeden Fall für alle, die den Film in der Premiere sehen, genau, seid da auf was Tolles gespannt. Also ich muss sagen, am besten fand ich, also von all diesen zum Leben erweckten Gegenständen in Stuttgart, fand ich die Blitzergeschichte am besten. Und die Ampeln. Die Ampel ist grandios. Die Ampel, die Nein, auch lieber, also ja. es ist super gemacht. Klar, als Stuttgarterin bin ich befangen und ist mein Top-Film natürlich. Ich lache jetzt schon wieder Tränen, wenn ich nur an diese Szenen denke. Unfassbar gut gemacht. Ich hätte gern noch mehr davon gehabt, noch mehr Szenen. Ja gut, die Tricktechnik oder sowas sieht man ja teilweise auch schon bei bestimmten Serien oder Hollywood-Filmen, wo ja Stuttgart mittlerweile ganz gut gebucht ist. Ja, aber ich glaube, man sollte, wenn er es denn möchte, dem Gottfried Mentor doch mal irgendwo den Regieplatz oder den Visual Effects Specialist-Platz bei irgendeinem großen Film geben, wo er wirklich mal über eine lange Filmdauer sein ganzes Talent richtig gut zeigen kann, ja. Okay, also für mir definitiv 9 von 10 Punkten dieser Film auch. Und von euch sehe ich schon. Das ist mein Favorite. 10 von 10. Ja, ich bin auch bei 10 von 10. Hammerguter Film. Coole Sache. Dann sind wir durch mit den Filmen, die wir vorab sehen durften. Ich bin schon sehr froh, dass wir überhaupt eine kleine Auswahl zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil ja, wie gesagt, eigentlich beginnt es ja erst nächste Woche und ich möchte allen Hörern auf jeden Fall das ganz doll nahelegen, dieses Online-Festival. Es findet ja online statt, das heißt, ihr könnt irgendwo auf der Welt sitzen oder stehen oder was auch immer liegen und mit eurem Laptop euch die Filme anschauen. Es wird einen Livestream geben, den ich auch dann nächste Woche mit hier einbinden werde. Ich bekomme dann den Einbettungscode zur Verfügung gestellt noch, den gibt's noch nicht. Und dann wird es auch eine Landingpage geben auf kinocast.net, wird oben im Menü zu finden sein, dann ITFS. Da stelle ich auch die Filme im Einzelnen vor, die wir rezensiert haben in dieser Ausgabe jetzt. Also könnt ihr noch mal ein bisschen nachlesen. Und da wird es diesen Livestream geben. Und was ich vorhin schon erwähnt hatte, wir haben, jetzt habe ich die E-Mail weggeklickt, wir haben 2 Codes bekommen für unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer. Für das Online-Festival. Das heißt, wenn ihr dem Online-Festival beiwohnen möchtet, euch das anschauen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, 2 Promo-Codes, also jeder einen, also eine Person einen Code zu bekommen. Schreibt am besten einen Kommentar unter die Folge, warum ihr den Code haben möchtet oder was eure Lieblingsanimationsfilme waren oder Visual Effects, was euch am meisten begeistert hat. Schreibt es als Kommentar unter die Folge oder für die jetzt nicht unbedingt einen Kommentar schreiben möchten oder gerade irgendwie unterwegs sind und da die Seite irgendwie nicht öffnen wollen oder können. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an erik@kinocast.net und dann schreibt das mir einfach da rein,
warum ihr denn den Code haben möchtet. Und dann könnt ihr auch das Festivalprogramm sehen. Wir haben 2 Codes zu verlosen. Vielen Dank auch nochmal an das Trickfilm Festival Stuttgart für die Bereitstellung dieser 2 Codes und der Filme. Ja? Ja, vielen Dank. Puh, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. So viel geredet. Also, ist aber, eigentlich jetzt die E-Mail-Adresse erik@kinocast.de oder .net oder erik mit C. Achso, ihr kriegt das schon hin. Ansonsten nutzt. Aber für alle Fans des Internationalen Trickfilmfestivals, bleibt dran, denn bei uns in der Sendung gibt es eine Rubrik, die heißt nämlich wie folgt: Rätselecke. Und da geht's heute auch um das Internationale Trickfilmfestival. Beziehungsweise, wir haben eine besondere Rubrik bei uns gefunden, die heißt so. Gurz oder Glomp. Die heißt Gurz oder Glomp. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Also richtig oder ist falsch. Okay. Das heißt, ich stelle meinen geschätzten Mitkollegen hier und Kolleginnen Fragen. Und Harry Potter. Die müssen sagen, nein, das war die Kate. Die müssen sagen, ob das richtig oder falsch ist. Und dafür gibt's Punkte. Und mal gucken, ob da jemand gewonnen hat. Es geht um das Trickfilmfestival Stuttgart und um Visual Effects im Allgemeinen. Ja. Die erste Behauptung bei den Filmen im Wettbewerb 2021, wo ja hier 220 Seiten in dem Katalog voll sind, kam insgesamt 20 verschiedene Animationsprogramme und Techniken zum Einsatz. Ist das richtig oder falsch? Falsch, es waren mehr. Ein bisschen mehr. Ich sag das richtig. Es ist falsch, also es waren über 40. Okay, also Kate hat einen Punkt, merken. Das erste internationale Trickfilmfestival Stuttgart fand 1982 statt. Richtig oder falsch? 1982? Falsch. Keine Ahnung. Doch, ich glaube, das ist richtig. Weil ich mein, lass mich mal überlegen, weil das gibt's schon unfassbar lange. Da war doch irgendwann Hände weg mal vom Google. Ich hab nicht geklickt, das war gerade Erik. Erik, gibst du, dass du geklickt hast? Ich habe hier nicht geklickt, ich hab mein Mikrofon zurechtgerückt, ja. Okay, ich habe nicht geklickt, aber ich glaube, dass es schon seit 82 gibt, ja. Das ist richtig. Also 1-1. Ha! Sag doch, das ist schon alt. Nächster, vermeintlich richtig oder falscher Fakt. In 2019 hat Otto Waalkes den Preis für den besten Sprecher eines Animationsfilms gewonnen. Richtig oder falsch? Kam 2019 ein Animationsfilm mit den Preis für den besten Sprecher eines Animationsfilms. Also falsch. Synchronstimme oder wie nennt sie, Voice Actor? Oder? Der hat doch, oh Gott, was hat er denn synchronisiert? Der hat doch irgendwas, also Otto hat ja schon ein paar Sachen synchronisiert. Der hat ja auch den Drachen. Aber hat er dafür einen Preis gekriegt? Ja, aber du sagst falsch. Komm, dann sage ich richtig, ich sag, auf jeden Fall Gewinner. Steht 2-1 für den Chris, aber ich habe noch ein paar Fragen. Wir können noch weitermachen, weil die kann ich ja sonst nicht mehr verwenden. Nein, ich habe gewonnen. Nein, wir machen, zwei Fragen machen wir noch, okay? Für alle, die es nicht wissen, ich habe gewonnen. Ja, inoffiziell. Welchen Preis hat er denn gewonnen? Für welchen Film denn? Das steht hier nicht, aber ich war. Also stand nur da als Preisträger für besten Voice Actor. Könnte ja vielleicht Ice Age sein oder so. Ja? Da hat er doch den Sid oder so. Den Sid, aber das wäre. Aber es war ja kein Kurzfilm. Vielleicht hat er irgendeinen Kurzfilm mal synchronisiert. Nächster Fakt. Seit 2006 wurden die Stuttgarter Kinos Gloria, Metropol und Cinemax als Vorführungsstätten genutzt. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch, weil Cinemax ist nicht dabei. Das ist doch komplett in den Innenstadtkinos. Erik, welche Seit Kinos? Seit 2006 wurden die Stuttgarter Kinos Gloria, Metropol und Cinemax als Vorführungsstätten genutzt. Richtig oder falsch? Nein. Falsch, Cinemax ist falsch. Nicht dabei. Genau, schön, dass Kate, dass du ihm gleich geholfen hast. Stimmt nämlich, also Cinemax ist nicht dabei. Also neben dem Open Air auf dem Schlossplatz nur das Metropol und das Gloria. Und dann habe ich noch ein was. Also Chris hat eh schon gewonnen, aber ein was. Die gute Förderung des Animationsclusters Stuttgart, und dazu gehört auch die Filmakademie Ludwigsburg, führte zum ersten Oscar-Gewinn für beste visuelle Effekte bei den Oscars 1996 für den Film Titanic. Ist das richtig oder falsch? Ich glaube, das ist richtig. Ah, dann seid ihr beide falsch, weil es war nämlich der Volker Engel,
der aus der Filmakademie Ludwigsburg kommt, der natürlich für Roland Emmerich die Effekte an Independence Day gemacht hat, 1996. Ah. Nicht Titanic. Titanic das ist falscher Film. Titanic falscher war 97. Okay. Habe ich euch aufs Glatteis geführt. Ah, oh, das war ja eine ganz... du bist ja ein... Du bist ein Sportsfreund, du. Hier, das ja... Also Chris hat schon gewonnen. Da wollte, muss man ja aufpassen. Wollt ihr trotzdem die Schätzfrage noch wissen zu dem Thema Visual Fall. Effects, okay? Bitte. Der Erik, hey. Aber jetzt aufpassen, ey, nicht wieder Glatteis, gell? In welchem Jahr wurden zum ersten Mal dokumentiert Visual Effects eingesetzt? In welchem Jahr? Wie dokumentiert? Also, wann gab es zum ersten Mal Visual Effects, also visuelle Effekte, Spezialeffekte? In Filmen. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ist auch eine Schätzfrage. Deswegen wäre schlimm, wenn du Ahnung hättest. 1970. Kate, gehst du drüber oder drunter? Dann sage ich 1975. 1857. Was? Oscar, wie ich gewonnen habe. Oscar Ray Lander hat die ersten die der Welt, World's First, also die ersten auf der Welt Spezialeffekte erstellt, bei einem Bild kombiniert aus 32 verschiedenen Negativen, wo er ein Bild draus gemacht hat jeweils. Okay, so, das war's zum Thema. Ich hatte ja davor schon gewonnen, aber jetzt habe ich so richtig gewonnen. Gott, genau. Danke, der Applaus ist gerechtfertigt. Thank you, the Academy. Okay, ja, Chris hatte schon gewonnen, jetzt hat er ja nochmal zusätzlich gewonnen. Also, aber du bist wie? Erdrutschartig. Trickfilm und Animationsfilm und Visual Effects bist du sattelfest, habe ich da festgestellt. Krieg ich jetzt einen Preis? Ja, du darfst beim nächsten Mal das Rätsel machen. Okay, und okay. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, der KinoCast hat eine Spotify-Playlist, die heißt KinoCast Songs. Da packen wir jede Woche irgendwie so ein paar Songs drauf, die uns gerade so in den Sinn kommen oder die wir gehört haben oder einfach so, weil uns nichts Besseres einfällt. Und die kommt jetzt. Music. Ich habe tatsächlich eine Bewandtnis zu meinem. Ich habe nämlich mal wieder mein Guilty Pleasure geguckt, Notting Hill. Und da gibt es so eine schöne Szene, wo Hugh Grant durch die Jahreszeit läuft. Und da kommt von Bill Withers, Ain't No Sunshine. Und das finde ich toll. Die Szene ist super. Passt ja auch so ein bisschen zu Visual Effects. Erik, das hättest du nicht sagen dürfen, ey, weil... Das habe ich schon oft gesagt. Das habe ich schon oft gesagt. Ja, aber jetzt hast du, glaube ich, einen neuen Spitznamen weg. Eric Hugh Grant. Was habt ihr? Eric Hugh. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich, weil... Heffle und Pferdle. Nein, aber ich habe überlegt, ob ich den Titel von hier, wie heißt es, von Thunder Force von am Anfang kommt, wo ich aber dann mega enttäuscht war, dass sie den AC/DC-Titel umgeändert hatten, habe ich gedacht, nee, ich kann nicht schon wieder AC/DC nehmen. Habe ich mich für ein KIZ entschieden, für ein Affe und ein Pferd. Äffle und Pferdle, sozusagen. Das ist ja lustig, weil ich habe AC/DC genommen, AC/DC. Okay. Ich hoffe, es ist noch nicht auf der Playlist. Thunderstruck. Oh. Das ist schon auf der Playlist. Ist aber ein anderer Song, wie der am Anfang kommt bei Thunder Force, ne? Egal. Ich mag aber AC/DC. Thunderstruck. Okay. Alright, dann sind wir durch für heute. Wie gesagt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denkt dran, ihr könnt zwei kostenlose Promo-Codes von mir gewinnen für das internationale Trickfilm-Festival, also Kommentar schreiben oder eine E-Mail, was euch da besonders gefällt an Animationsfilmen oder keine Ahnung, warum ihr das gewinnen solltet, was ihr da gucken möchtet und so weiter. Und ja, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, alle, die zusätzlich jetzt reingehört haben für das Trickfilmfestival, die bleiben dran, halten diesen KinoCast abonniert. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Ja, drückt den Like-Button. Like, Follow, die Glocke. Like, Subscribe, drückt die Glocke. Und denkt immer dran, wenn ihr Bittys oder so spenden wollt, das ist echtes Geld, gell? Also, macht's gut, ciao. Passt auf euch auf. Tschüssi. Viel Spaß beim Internationalen Trickfilmfestival. Bis bald im KinoCast.